Hallöchen, liebe Bücherfreunde, und herzlich willkommen bei einem neuen Hörgenuss des Monats. Wir sind wieder am Ende des Monats angekommen. Es ist der letzte Donnerstag im November und es gibt heute wieder so einige Hörgenüsse. Und ich freue mich schon sehr, was meine lieben BookTube-Kolleginnen heute so empfehlen werden. Bei mir gibt es heute ein Weihnachtsbuch. Ja, ich finde es ganz passend, so kurz vor dem ersten Advent. Ich habe mich mit dem Buch selbst ein wenig in Stimmung gebracht und dachte, es passt einfach perfekt, weil es auch wunderbar vertont war. Es handelt sich um einen Jungen namens Weihnacht von Matt Haig. Ist der Auftakt, könnte man es nennen, einer dreiteiligen Reihe. Wie fern die zusammenhängen, kann ich tatsächlich nicht sagen, weil ich jetzt erstmal nur einen Jungen namens Weihnacht gehört habe. Gesprochen wird das Buch von Rufus Beck und das ist auch der Grund, weswegen es zu einem Hörgenuss wurde. Es hat eine Dauer von etwas über 4,5 Stunden, was wirklich eine wunderbare Dauer ist, um sie an einem Wochenende einfach genüsslich anzuhören, dabei Plätzchen zu backen, die Weihnachtsdeko vielleicht jetzt aufzubauen oder auch die Weihnachtsdeko einfach zu genießen. Umgerechnet sind es 270 Seiten, also auch so ist diese Geschichte nicht allzu dick und bietet sich jetzt tatsächlich für die Vorweihnachtszeit an, um im familiären Rahmen diese Geschichte vielleicht selbst vorzulesen, wenn man dem Hörgenuss vielleicht nicht folgen möchte und sich den eigenen Hörgenuss schafft. Denn unsere Hörgenüsse sind in der Regel ja auch Buchtipps, die man eben selbst lesen kann, wenn sie nicht gerade irgendwie ein Podcast sind oder ja irgendwie ein Hörgenuss, wenn es ein Hörspiel ist, gibt es ja oft auch kein Buch, aber in der Regel sind es ja Bücher, die man dann auch in haptischer Form eben lesen könnte. Das Buch ist von 2016 und ich kenne einige Bücher von Matt Haig, aber irgendwie habe ich diese Weihnachtsbücher von ihm bisher ausgeklammert und noch nicht gelesen. Und ich habe es jetzt bei Audible gehört, da gab es das Buch zusammen mit einem anderen sozusagen zu für zwei für einen Gutschein. Das habe ich mir einfach mal zunutze gemacht und mir das Buch geholt. Und ich fand es eben besonders ansprechend, dass es von Rufus Beck gelesen wird. Es gibt auch noch das Mädchen, das Weihnachten rettete, das scheinbar irgendwie in dieses Universum gehört, aber eben nicht zu dieser Geschichte. Und dann gibt es auch noch Ich und der Weihnachtsmann und das zählt irgendwie als Reihe, also sie werden auch als Reihe tätowiert, aber man kann einen Jungen namens Weihnacht definitiv ganz für sich alleine lesen oder hören. Es ist kein Cliffhanger oder ähnliches am Ende. Man hat ein schönes Ende und es ist richtig schön weihnachtlich. Wir haben hier die ultimativ wahre Geschichte des Weihnachtsmanns. So fängt der Klappentext an und es geht hier um die Geschichte. Was war mit dem Weihnachtsmann eigentlich, bevor er der Weihnachtsmann war? Wie war seine Kindheit? Wie war seine Jugend? Wie hat er eigentlich zu dieser Berufung gefunden, dann eben Weihnachtsmann zu werden? Wir treffen auf Niklas, der in sehr ärmlichen Verhältnissen mit seinem Vater in einer Hütte irgendwo in Finnland lebt. Seine Mutter ist gestorben. Er hängt aber noch sehr an den Erinnerungen von ihr. Er hängt sehr an seinen Vater. Er hat eine Maus, mit der er durchaus auch so das ein oder andere Gespräch führt, was super lustig ist. Und ja, eines Tages macht sich der Vater auf den Weg noch weiter Richtung Norden. Er hat da jobtechnisch etwas zu tun und seine Tante kommt. Und seine Tante ist böse, ist garstig und wirft ihn am Ende sogar aus der Wohnung, aus dem Haus heraus, aus der Wohnsituation heraus und lässt ihn draußen im Kalten schlafen. Das macht er so ein paar Tage mit, denkt sich aber irgendwann, ich möchte meinen Vater suchen, ich höre nichts mehr von ihm. Es kann nicht schlimmer kommen, als es wie es jetzt ist. Und dann macht er sich eben auf die Reise, auf die Suche nach seinem Vater und trifft unterwegs weihnachtliche Geschöpfe, Gestalten, Lebewesen und wir erfahren dann eben, wie aus Niklas ja, der Weihnachtsmann wurde und haben hier eine wunderbare Vorgeschichte im Grunde zu dem Weihnachtsmann, den wir ja alle kennen und der uns am Heiligabend dann auch die Geschenke bringt. Und ich fand die Geschichte herzerwärmend, ich fand sie richtig, richtig, richtig schön und dachte mir schon, wie konntest du nur so lange dieser Geschichte aus dem Weg gehen. Und ich überlege jetzt eben auch die beiden anderen Bände jetzt so nach und nach zu hören, aber ich habe noch einige andere Weihnachtsbücher auf dem Sub. Ha, vielleicht hebe ich mir die einfach fürs nächste Jahr auf. Die Geschichte ist sehr kurz, sie hat viele Erlebnisse, viele Wendungen. Wir gehen hier auf Reisen mit Niklas, wir begleiten ihn, wir erleben, wie er sich so entwickelt. Ich finde, es ist eine wunderbare Kindergeschichte, die wirklich spannend ist, die packend ist, die immer wieder etwas Neues erzählt, die wunderbar bildhaft diese Reise erzählt, die uns von Finnlands ja, Landschaft berichtet und eben auch wirklich mitnimmt auf dieser Reise, die kalt ist, die voller Schnee ist, die
uns frieren lässt und auch Niklas an seine Grenzen bringt. Und dann geschehen aber diese Art Wunder, wenn wir eben auf weihnachtliche Lebewesen treffen, die uns so dieses wohlige Gefühl mitgeben, die uns Hoffnung spenden, die uns eben zeigen, dass Wunder möglich sind. Und ich glaube, Wunder können wir alle in Hülle und Fülle auch in diesem Jahr auf jeden Fall gebrauchen. Und so auch Niklas, dem wir natürlich nur das Beste wünschen, mit dem wir mitfiebern, mit dem wir ja im Grunde mitreisen und von dem wir uns erhoffen, dass er gut und heil ankommt, seinen Vater wieder trifft, ein Happy End bekommt. Und immer im Hintergedanken, dass das eben die Geschichte so um den Weihnachtsmann ist, hat man natürlich schon so ein Gefühl, dass es eigentlich nur gut ausgehen kann. Und ach, und das ist besonders schön. Wir haben hier einen sehr kindlichen Blick auf die Welt und das hat Matt Haig für mich wirklich perfekt rübergebracht. Er hat diese Welt gezeichnet, lebendig, fantasievoll und trotzdem sind wir natürlich in unserer Welt. Wir haben eine Maus, mit der eben auch Gespräche geführt wird, was ich super sympathisch fand. Die Maus wird zum Beispiel in der Verfilmung, die jetzt herauskommt oder herausgekommen ist, zum Beispiel von Sascha Grammel synchronisiert, was ich richtig toll finde. Ich wäre auch sehr gespannt auf den Kinofilm, weiß aber nicht, wie das jetzt mit den Kinos und den Filmen irgendwie jetzt auf Ende des Jahres so sein wird. Aber könnt ihr mir vorstellen, dass das wirklich auch ein Weihnachtsfilmerlebnis ist, was großen Spaß macht, weil es mir ja auch beim Hören schon gut gefallen hat. Die Geschichte ist wunderbar aufgebaut, sie ist sehr strukturiert, sie hat aber, wie gesagt, diesen Blick eines Kindes und der ist so, so besonders. Und Matt Haig schafft es mit wenigen Worten, bildhaft und ausführlich zu erzählen. Er schweift nicht zu sehr ab. Ich glaube, das wäre auch nichts, was irgendwie für Kinder sehr gut wäre. Das haben wir hier definitiv nicht. Er schafft es wirklich, eine wohlige Situation, eine wohlige Reise uns zu präsentieren, in der wir natürlich bangen, hoffen und ja auch so ein bisschen Wunder bekommen. Und ganz positiv möchte ich hier wirklich die Entwicklung von Niklas hervorheben. Ich finde, dass der Charakter ganz, ganz toll gezeichnet wurde und eben auch die Wendungen, die passiert sind. Natürlich haben wir hier ein bisschen sehr schwarz und weiß, das Gut und Böse, aber ich finde, das ist in der Kindergeschichte durchaus, ja, wenn es um den Weihnachtsmann geht, absolut notwendig und auch richtig. Und mir hat eben auch besonders Spaß gemacht, wie wir so zu diesem Weihnachtlichen, zu diesen Wundern gekommen sind. Also ich habe mich da wirklich wie ein Kind gefühlt, ich habe mich abgeholt gefühlt, mitgenommen und ich habe mich einfach begeistert gefühlt und das ist auch eine große Kunst, die eben Rufus Beck für mich geschafft hat und deswegen ist das Buch jetzt auch ein Hörgenuss geworden, nicht nur, weil die Geschichte als Hörbuch so schön war, sondern weil auch Rufus Beck als Sprecher ganz, ganz toll ist. Ich kenne ihn unter anderem auch von den Harry Potter Büchern, wo ich aktuell im 6. Band drin bin und ich fand, er hat hier wieder große Sprecherkunst bewiesen. Er gibt den Charakteren je nach Situation eine wunderbare Stimme mit, er schafft Atmosphäre, er kann wunderbar erzählen, was um uns herum passiert und diese kleinen Feinheiten, wenn eben so diese Wunder sich andeuten, das schafft er so richtig schön, nochmal so atmosphärisch diese Spannung aufzubauen und dann so richtig wohlig loszulassen. Ich kann es nicht anders in Worte fassen. Ich hatte so viel Spaß beim Hören. Ich habe ihm so gerne gelauscht. Nicht nur der Geschichte selbst, sondern auch Rufus Beck. Ich finde, er hat es hier wieder toll geschafft, den Charakteren ihre eigene Stimme zu geben mit einer ganz besonderen Stimmfarbe. Es ist natürlich nicht so ausführlich und abwechslungsreich wie bei Harry Potter, weil wir gar nicht diese Charaktervielfalt haben, wie es zum Beispiel in der Buchreihe ist, aber jeder hier auftauchender Charakter hat seine wunderbare Stimme und fügt sich wunderbar in diese Atmosphäre ein und das hat Rufus Beck wieder wunderbar geschafft. Also lasst euch, wenn ihr wollt, diese Geschichte wirklich vorlesen. Mir hat es super viel Spaß gemacht, die am Wochenende anzuhören, mitzugehen. Ich habe dabei einen Adventskalender eingepackt und vorbereitet und habe mich da so ein bisschen in Weihnachtsstimmung gebracht und möchte euch mit dieser Geschichte auch jetzt in den ersten Advent geleiten und euch da ein bisschen zur Weihnachtsstimmung animieren. Wer weiß, vielleicht geht es ja dem einen oder anderen wie mir. Ich bin noch nicht so richtig in Weihnachtsstimmung. Ich hoffe, das kommt jetzt, wenn alles dekoriert ist und Lichter überall sind und vielleicht auch der Adventskranz hier steht. Aber ja, dafür brauche ich noch 2-3 Tage. Das passiert jetzt, wenn ihr das Video schaut. Wer weiß, vielleicht dekoriere ich ja, während ich einen der Hörgenüsse meiner Kolleginnen anschaue und ja, lasse es mir da gut gehen. Und ja, ein Hörgenuss, den ich jetzt besonders zur Vorweihnachtszeit absolut empfehlen kann. Und vielleicht kennt ihr die Geschichte ja auch schon, dann schwärmt gerne für alle, die sich noch unschlüssig
flüssig sind, unten in den Kommentaren. Infos findet ihr natürlich in der Infobox, auch die Playlist zu den anderen Hörgenüssen und zu den Mädels. Schaut da gerne mal vorbei. Ich freue mich jetzt schon auf die Abo-Liste und bin sehr gespannt, was die anderen Mädels vorstellen werden und freue mich da wirklich sehr, sehr, sehr drauf. Und ja, danke euch nun fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit diesem weihnachtlichen Hörgenuss und ja, lasst es euch gut gehen. Habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.